Herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer erneuten Ausgabe des Gothic Community Reacts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und in den letzten Tagen gab es wieder neuen Content aus der Community und ich habe einige coole Vorschläge von euch bekommen, unter anderem von Nitram auf Discord, von Study, von Corby und einigen anderen noch, die mir, es gab auch mehrere, die auch selbe Videos empfohlen haben. Und ja, freue mich, dass das Projekt trotz der nicht so vorhandenen Regelmäßigkeit trotzdem super bei euch ankommt. Und einige Videos sind heute am Start. Ich würde sagen, hängen wir gar nicht lang rum. Das erste Video, was wir uns angucken, ist vom Kollegen Jorgenson, wie wir unschwer sehen können, und heißt Der Gott der Mitte Gothic 2. Geht 7 Minuten tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe das noch nicht gesehen. Ja, ich lasse mich jetzt einfach überraschen. Ich rechne mit einem Sketch. Ja, mit cooler Synchro und einem Auftritt von Geralt oder vom namenlosen Held aus Risen. Ich würde sagen, schauen wir mal rein. Wo sind alle? Was ist hier passiert? Hier ist keine Menschenseele. Und? Was denkst du? Eindeutig Magie. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Ich will nur sicher gehen. Sicher? Mhm. Auch die Frauen wurden nicht verschont. Und wo willst du so schnell Ersatz für sie finden? Das ist unmöglich. Und was machen wir jetzt? Feiern. Können wir vergessen. Scheiße. Du musst sie alleine suchen. Ich muss zum Magier. Kommst du zurecht? Ja, ja. Ich mach das schon. Wenn ich dir helfen kann, werde ich das tun. Und wer bist du? Ich bin Mordrak. Hey, das ist nicht witzig. Ich bin Bosper. Was soll dieser Unsinn? Na gut, ich bin Diego. Was ist denn daran jetzt so lustig? Mir soll's egal sein. Ich bin weg. Na gut, wo soll ich suchen? Gehe zu Vatras, dem Wassermagier in der Stadt. Nur er weiß in unserer misslichen Lage, was zu tun ist. Wo finde ich ihn? Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Tja, dann danke. Was machst du jetzt? Tja, um ehrlich zu sein, ich habe keine großen Pläne. Aha. Und sonst? Ich geh pennen. Okay, mach's gut. Ich muss jetzt weiter. Okay, genial. Also, man muss kurz dazu sagen, ich hätte mir vielleicht vorher nochmal die Vorgeschichte angucken sollen. Es gab halt noch eine kleine Vorgeschichte dazu. Und das ist jetzt hier quasi die Fortsetzung, aber passt super alles miteinander. Der Dialog, so klar, es wirkt an einigen Stellen manchmal geschnitten, aber ist ja nicht schlimm. Ich finde, der Humor wird einfach perfekt transportiert und das ist das Wichtigste. Cooler Schnitt. Ich beobachte dich. Ich weiß. Du willst doch nicht schon wieder Ärger machen. Nein. Ich brauche deine Hilfe. Mach, dass du wegkommst. Bitte. Geh mir aus den Augen. Bitte. Du willst es nicht begreifen, was? Na gut, wenn ich dich besiege, hilfst du mir dann? Ich habe keine Zeit für Streitereien. Bringen wir es rasch hinter uns, wie zwei echte Männer. Na warte, Bürschchen. Nice. Hey, das ist unfair. Hallo. Du bist also der Gott der Mitte, die Waagschale der Gerechtigkeit, der Hüter des Gleichgewichts zwischen Innos und Belia. Klingt gut. Ich brauche deine Hilfe. Ich könnte dir schon helfen, aber nur unter einer Bedingung. Dann sag mir, was du haben willst. Hol mir eine Flasche Wein. Als ob Vatra so voll der Gossenpenner wäre einfach. So ein Scharlatan, der versucht, irgendwelche Kräuter und Tinkturen zu vermitteln und zu sagen, er sei der Highlander. So. Und er sagt, hol mir eine Flasche Wein, Junge. Super. Ich habe hier eine Flasche Wein für dich. Die Miliz hat meine geheime Schnapsbrennerei entdeckt. Also, was willst du mir sagen? Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Hilfst du mir? Geh zu Xardas, dem Dämonenbeschwörer. Und wer ist das? Der Dämonenbeschwörer.
Ah ja, danke. Und noch was. Er darf nie erfahren, dass ich die Sache für dich geregelt habe. Also rede mit keinem darüber. Ja, alles klar. Das ist mega. Boah, Milton. Wir haben verloren. Oh Mann, nichts wie weg hier. Richtig spannend, ey. Krass. Was ist dir passiert? Xardas ist durchgedreht. Für so einen abgebrühten Mistkerl hätte ich ihn nun wirklich nicht gehalten. Hm. Weißt du, wo die anderen sind? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte ihn für klüger gehalten. Boah, voll du krass, Schwein. Ich mach dich fertig. Hey! Was fällt dir ein? Dir werde ich helfen. Ach du Scheiße. Oh, yo. Genau. Oh, ja. Erstmal ins Nirvana geprügelt. Mega. Der Gott der Mitte. Adanos. Segne diesen Körper. Befreie ihn von seinen Wunden und stärke ihn mit neuem Leben. Ich pack die Textur der Robe. Ich danke dir. Klar, Bruder des Rings. Ich frage mich, wo die Jungs bleiben. Das ist schon wieder so eine geile Situationskomik. Gerade doch voll episch so, im nächsten Moment kratzt er sich am Sack so. Willst du was trinken? Ja, es wurde aber auch Zeit. Hey! Mann, hab ich Durst. Ich könnte ein ganzes Fass saufen. Das ist gut. Gib mir was Starkes zu trinken. Hm, interessanter Gedanke. Ich will was trinken. Hier, guter, klarer Schnaps. Jetzt ist alles okay. Lass uns saufen. Jetzt geht's zur Sache. Wenn es ein bisschen laut war gerade. Also, ich glaube, das, also, mir fehlen halt so ein bisschen die Worte. Also, da war alles dabei. Da war Witz dabei, da war Spannung dabei, da war Plot dabei. Also, genial. Also, und die Art des Schnitts, also, ich weiß gar nicht, was ich da groß dazu sagen soll. Das war einfach geil. So, ich will wissen, wie es weitergeht. Also, ich hoffe, dass das nicht das Ende war. Ich hoffe, dass es hiervon eine Fortsetzung gibt. Wahnsinn. Ja, wo wir gerade bei Jorgensen sind, schauen wir uns direkt weiter hier das nächste Video an von ihm. Es geht ganz kurz. Es ist Alvins Frau, Gothic Shorts. Davon hat er noch ein zweites Video. Das gucken wir uns auch gleich an. Mal schauen, was das mit diesen Shorts-Videos auf sich hat. Sind das deine Schafe? Mir gehört nur das eine, das auf den Namen Lucy hört. Das ist meine Frau, die Lucy. Besonders groß ist sie ja nicht. Aber tödlich, wenn man weiß, wie man mit ihr umgehen muss. Ich hatte schon mal eine größere. Die ist mir leider abhanden gekommen. Bitte was?
Was willst du? Du siehst nicht aus wie einer von Gomez' Schergen, du Arsch. Ich bin Arthur, Gomez' Leibwächter. Junge, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Auch geil. Also diese Shorts, es ist halt super geil, wenn man halt die Stimme von den Sprechern halt mehrfach im Spiel hat, auch von anderen Charakteren, und man die halt super so zusammenfügen kann, dass es halt echt organisch klingt. Und ich glaube, jemand, der das Spiel halt einfach nicht kennt, so, der könnte vielleicht sogar denken, okay, das ist wirklich so im Spiel. Vielleicht. Also, sehr genial. Also ich mag diese Idee mit den Shorts, mache ich ganz gerne so. Hat auch was von einem Sketch. Also sehr cool. Ja, kommen wir zu einem Video von einem YouTuber, den ich hier in diesem Format noch gar nicht hatte, nämlich Schattendexter. Hat wohl früher schon einiges an Sketchen gemacht oder Clips gemacht. Ich habe das Video heißt Mutz Straßenproblem. 55 Sekunden lang. Lass ich mich mal überraschen, was mich jetzt hier erwartet. Sie gehen auf einer Straße. Vor ihnen öffnet sich ein tiefes Loch. Sie sehen es nicht und fallen hinein. Vor Schreck sind sie wie gelähmt, fühlen sich hilflos und glauben, es sei ihre Schuld, dass sie in diesem Loch gefangen sind. Hätten sie doch nur besser aufgepasst. Es dauert lange und kostet sie viel Kraft, ehe sie wieder herausfinden. Nach einiger Zeit sind sie wieder auf dieser Straße. Und obwohl sie wissen, wo das Loch ist, fallen sie noch einmal hinein. Sie sind fassungslos. Sie hadern mit der Straße, aber vor allem mit sich selbst. Wieder brauchen sie lange, bis sie sich aus dem Loch herausgekämpft haben. Nach ein paar Wochen führt sie ihr Weg erneut durch die Straße. Das Loch ist immer noch da. Sie sehen es und fallen hinein. Ihre Verzweiflung ist groß. Sie fragen sich, ob sie diese Straße jemals ohne Gefahr entlang gehen können. Sehr geil gemacht. Der Sprecher heißt Joachim Pütz. Der hat unter anderem auch den Wolf zum Beispiel in Stronghold synchronisiert. Und das ist halt auch der Sprecher von Mutt. Sehr cool gemacht, cooler Zusammenschnitt. Fand ich cool. Ja, das zweite Video von Schattendexter ist Xardas Stellungskrieg. Ich glaube auch schon ungefähr zu wissen, was jetzt hier passieren könnte. Denn Bodo Henkel hat mal für ein relativ bekanntes Kriegsspiel, ich glaube World of Tanks oder so, glaube ich, hat er mal auch Werbung synchronisiert, Werbung gesprochen. Ich nehme mal an, das wird jetzt genauso ablaufen, dass man einfach Xardas sieht, der jetzt einfach diese World of Tanks Werbung einfach spricht. Mal gucken. Es war eine wichtige Schlacht. Wir brauchten den Sieg. Der Gegner hatte mehr Erfahrung, aber wir hatten zwei Asse im Ärmel. Der K-91 PT ist ein Jagdpanzer der Stufe 9. Er sieht gefährlich aus und er schlägt gefährlich hart zu. Seine typisch sowjetische Präzision wird durch enormen Schaden pro Minute kompensiert. Mit Ansetzer, verbesserter Lüftung und Waffenbrüder ist er noch effektiver. Er ging an die vorderste Front, mitten ins Gewühl. Seine Verbündeten folgten. Und auch die Gegner. Ein guter alter Stellungskampf entbrannte. Doch unser Held war bereit. Los geht's. Der K-91 PT zieht den Gegnerfahrzeugen systematisch 390 SP ab. Und das gefällt ihnen gar nicht. Dafür gibt es zwei Gründe, vom Offensichtlichen abgesehen. Zuerst einmal verstehen die Gegner ihn nicht. Und dann wissen sie nicht, wie sie ihn treffen sollen. Die Wanne des K-91 PT sieht seltsam aus, ist aber nützlich. An der Stelle, an der ein Turm sein sollte, beträgt die effektive Panzerung 340 mm. Das ist genug für diesen Jagdpanzer, um seine untere Wanne zu verstecken und den Gegner heulen zu lassen. Und genau das macht unser Held im K-91. Nicht, dass er gerne so ein Gejammer hört, aber er liebt es zu gewinnen. Hilflose Gegner auf dem Schlachtfeld sind ein schöner Anblick. Also, ich kenne diesen Clip, den er da mal gemacht hat. Ich meine, dass das halt irgendwie so ein World of Tanks-Clip war. Cool umgesetzt. Finde ich cool. Ja, kommen wir jetzt zu einem Meisterwerk, welches ich schon kenne, aber auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Wieder von El Bandi diesmal. Und zwar ein Gothic-Sprachfeuer-Video. Der Aufpasser. Der Film heißt Stille Nacht, Horrornacht. Diesmal habe ich in die Videobeschreibung geguckt, wie ich es beim anderen in der letzten Folge nicht gemacht habe. Also absoluter Klassiker, mega geil gemacht. Wen haben wir denn da?
Die Waffe sieht brauchbar aus. Das hier ist mein Viertel. Und ich will hier keinen Ärger. Aber neue Typen bedeuten immer Ärger. Vor allem, wenn sie hier rumlaufen. Hey du, auf den Reisfeldern brauchen wir noch... Wenn du meinst. Sieh mal einer an. Einer aus dem neuen Lager. Ich mag die Sounds. Du Dieb, Finger weg! Junge! Der hat genug. Hat es wohl gedacht, wir würden nicht dahinter kommen. Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Ich mag diese Gedankenstimme. Scheiße! Kann ich da mal vorbei? Nicht jetzt. Alter. Lass dich hier nicht mehr blicken! Ich weiß nicht, ich mag diese Sprachfallvideos auch gerade von El Bundy, weil es sind so viele kleine Details, so ob sie Mimik ist, die Gestik ist, irgendwelche Sounds aus Gothic sind die auch noch eingefügt worden. Einfach nur geil. Ja, kommen wir zu einem Kanal, oder zum Video, was auch öfter vorgeschlagen wurde von Evil Eye. Gothic 2, Wetten, dass Sprachfiles. Ich habe das Video nie gesehen, weil als ich es mir damals angucken wollte, war es irgendwie nicht online mehr. Gab wohl irgendwie Probleme, jetzt ist es wohl doch irgendwie wieder da. Ich habe es also noch nicht gesehen, bin ich mal gespannt. Geht 3 Minuten 17. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Hallo. Hallo. Großmaul. Wettanbieter Raul. Schwarze Troll sind Tänzer. Danke. Herzlich willkommen, Deutschland. Hallo, Schweiz. Hallo, Österreich. Herzlich willkommen zu Wetten, dass. Nun, wir haben ziemlich spannende Wetten. Als erstes kommt Raul. Und was Raul betrifft, der kann einen schwarzen Troll verstehen. Ich wette, ich kann einen schwarzen Troll in die Augen sehen und mit ihm reden. Ein bisschen wenig. Wie wär's mit 2? Weißt du eigentlich, wie groß diese Ungeheuer sind, Mann? Ja, und? Hast du überhaupt schon mal einen schwarzen Troll gesehen, du Großmaul? Das kommt drauf an. Zählt deine Mutter. Du willst ein paar aufs Maul? Kannst du haben. Reg dich nicht auf. War nur ein Scherz. Na schön. Ich wette, ich werde mit schwarzen Troll tanzen. Gekauft. Bist du bereit? Quatsch hier, keine Arien. Geh und besorg mir mal einen schwarzen Troll. Schwarzer Troll? Kein Problem. War das jetzt alles? Ist das dein Ernst? Ziemlich langweilig. Absolut Idiot. Der letzte Scheiß. Früher wird das alles ganz anders. Mein Mann sieht das anders. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Voll geil. Inzwischen auf der anderen Seite von Corinnes. Das war schnell. Sonst sagt das immer meine Frau. Ach, gut. Also los. Top, die Wette gilt. Hi. Ich finde auch, dass kein Szenenwechsel gerade war, das war super. Sentenza! Komm doch mal her. Ah, verstehe. Du willst nur nicht mit mir darüber reden, hä? Na gut, deine Sache. Und tschüss. Gelingt dir nicht immer was? Ob das geplant war? Ein anderes Mal vielleicht. Oh Mann, ey.
Ja, sehr geil. Bist du immer noch hier oder schon wieder? Ich habe mit Torus geredet. Er hat gesagt, wenn du kein Gefällt mir rausrückst, soll ich dir einen kräftigen Tritt in den Hintern geben. So, das war's jetzt. Ja, okay, er hat ein Gefällt mir von mir bekommen, definitiv. Sehr geil gemacht. Ja, ein weiteres Video, was mir vorgeschlagen wurde, von Study auf Discord, ist Verpiss dich, Gothic. Das Video ist extrem alt, von 2009. Wie immer in der Beschreibung verlinkt. Ich bin Diego. Verpiss dich, wie du willst. War nett, dich gekannt zu haben. Ja, okay, netter Sketch. Kann man mal machen. Ja, und das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge von Gothic Community React. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Bewertungen da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir auch gerne Vorschläge auf Discord. Macht am besten Discord, weil YouTube filtert manchmal die Links raus. Oder meistens eigentlich. Also schreibt mir gerne auf Discord, welche Videos ich mir mal ansehen soll in diesem Format. Vielleicht seid ihr auch selber jemand, der Gothic Community Content hochlädt, den ich mir mal anschauen sollte, der witzig ist. Oder cool, oder was auch immer. Ja, danke fürs Zusehen, würde ich sagen. Bleibt gesund, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder oder in einem anderen Video. Vielen Dank, ciao.